Frage, wie kann der Chor als demokratischer Erfahrungsort auch begriffen werden, auch ganz, also auch von den einzelnen Mitgliedern? Es wäre genial, wenn wir in der Chorjugend den Zustand erreichen würden, dass Kinder und Jugendliche bei jeder Entscheidung, die ihren Alltag betrifft und ihre Realität betrifft, einbezogen werden. Das Projekt Remix, Jugend singt und mischt sich ein, ist ein Modellprojekt von Media Lefade und von der Deutschen Chorjugend im Rahmen des Bundesprogrammes Zusammenhalt durch Teilhabe. Und im Kern geht es darum, dass Verbände innovative digitale Wege nutzen, um Demokratie zu stärken und Beteiligung zu stärken. Ein Ergebnis wäre, jeder Chor vor Ort weiß, welche Chorjugend ihm helfen kann. Also es ist ja ganz oft so, dass die ja gar nichts von den Landesverbänden wissen. Und das wäre für mich persönlich ein schönes Ergebnis, wenn Chöre oder Chormitglieder, wenn sie halt verschiedene Möglichkeiten der Entscheidungsfindung kennen. Es wäre möglicherweise eine Vision, dass alle Entscheidungen, die zum Beispiel auch so im Vorstand getroffen werden, transparent und digital abgebildet werden. Also dass man natürlich auch guckt nach den Zugängen, warum sind Jugendliche vielleicht auch noch nicht so motiviert, wirklich auch in diesen AGs mitzuarbeiten und so, aber dass das vielleicht ein Weg ist, dass man da eben auch digitaler wird und denkt. Ende 2024 haben wir natürlich eine große digitale Community mit einer einheitlichen Online-Plattform, wo alle möglichen Tools zu finden sind. Jede Stimme zählt und wird gehört, also dass das einfach eine Selbstverständlichkeit ist. Jetzt schon, aber in 4 Jahren eben noch mehr, dass die Verbandsprozesse halt tatsächlich demokratisch ablaufen und Beteiligung möglich ist. Remix möchte die AkteurInnen der Chorjugend dahingehend unterstützen, dass Beteiligungsprozesse innerhalb der Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen stattfinden, damit diese am Ende ihren Verband einfach selbst gestalten können. Hom, hom, gung, gung.